Wieder zurück zu Fallout. Für mich geht es nicht direkt weiter. Ich habe jetzt einen Tag Verzögerung drin, aber ich glaube, bei euch müsste jeden Tag was gekommen sein. Ich bin schon etwas gespannt, denn heute kommt oder erscheint Far Cry 5. Ich hätte es fast verpennt, aber ihr habt mir zum Glück oft genug geschrieben und mich oft genug gefragt, ob ich es jetzt irgendwie machen werde. Und ich habe ständig gemeint, ja, wenn es dann rauskommt. Und irgendwann hieß es dann, ja, das kommt jetzt raus. Am 28. oder 27. Ja, 27. erscheint es. Nicht so, what, dude? Echt jetzt? Und, bitteschön. Oh, direkt der Anführer. Fuck, dude. Geh ruhig mal runter, Strong. Und ja, ich habe es direkt geholt und schon mal pre-geloadet. Ja, gib ihm. Jetzt ist es ab 0 Uhr, also in ungefähr einer halben Stunde, ist es freigeschaltet. Geh ruhig runter, Strong. Greif den ruhig mal an. Guck mal, er geht zurück. Warum geht er zurück? Also ich meine, klar, in Deckung gehen und so ist immer eine gute Idee, wenn man beschossen wird, aber irgendwie hat er doch den Hammer, mit dem er angreifen muss. Der muss ja nah rangehen. Oh nein. Und Streifengänger, ein bisschen krass. Nun ja, ich bin jetzt schon echt aufgeregt. Ich habe mich ultramäßig auf das Spiel gefreut. Ich bin ein ziemlich großer Far Cry-Fan, schon seit dem ersten Teil mit am Start. Und es war schon immer, es war nicht immer bahnbrechend, aber es war ab und an bahnbrechend. Das sah immer wieder richtig, oh fuck, es sah immer wieder richtig geil aus. Und ich bin gespannt, was es jetzt so geworden ist. Ich bin komplett ungespoilert, beziehungsweise ich kenne dieses Setting. Ich habe gesehen, dass es jetzt eben diese Hillbilly-Geschichte gibt, das weiß ich. Und ungefähr wo, also das ist halt in Amerika jetzt irgendwie spielt. Aber das war's. Ich bin nur das alte Far Cry gewohnt, sonst nichts. Ich bin komplett gespannt. Und vor allem wird das mein allererstes Far Cry, das ich auf dem PC spiele. Ich habe bis jetzt alle Far Cry-Teile auf Konsolen gespielt. Weil ich ja früher eigentlich, oder ja, weil ich auch im Moment noch, naja, im Moment nicht mehr so arg. Aber ich war früher halt Ultra Consigliero. Ausschließlich auf Konsolen gespielt, weil mir einfach Computer zu teuer waren. Und ich es so vorteilhaft fand, dass ich mir eine Konsole kaufe und auf der kann ich einfach die nächsten 5 oder 10 Jahre alle möglichen Spiele auf einer wirklich hinnehmbaren, also deutlich besser als hinnehmbaren Grafik spielen. Ja? Und das fand ich immer extrem nice. Da musst du dann nur einmal kaufen, das war's. Ich kannte es halt von PCs, dass man halt ständig dann was machen muss. Ich weiß, es war halt in jungen Jahren vor allem. Alter Verwalter. Vor allem so, warum ist denn jetzt hier noch eine Rüstung? Haben wir nicht oben eine stehen gelassen? Dass ich hatte zwar immer wieder Computer, Laptops und so weiter, aber die waren halt immer so, dass ich eigentlich nie oder kaum was drauf spielen konnte. Ich musste immer, wenn ich im Mediamarkt war, gucken, geht das überhaupt? Und das fand ich halt bei Konsolen geil, weil da musst du nicht gucken, es geht einfach. Fertig ist der Lack. Wenn da mal was dann wirklich nicht gehen sollte, dann ist man halt echt gefickt, wenn es auf der Konsole leckt. Ich hatte einmal irgendein Spiel auf der 360, glaube ich, auf der Xbox. Da gehe ich gleich dran in das Teil. Das war echt so Cancer. Das war, ich weiß gar nicht, wie es hieß. Irgend so ein MMORPG. Oder irgend so ein RPG, nur RPG. Und das hat einfach geleckt. Ich dachte, da wollte ich mich juckeln. Also. Ja. Aber sonst bin ich eben, worauf ich hinaus will, eher der Konsolenspieler. Und das wird jetzt das erste Mal der Fall sein, dass ich auf dem PC sowas habe. Ich habe die letzten 10 Jahre, glaube ich, oder die letzten 7 Jahre eigentlich also sehr gute PCs gehabt. Also meine Computer sind seit ungefähr, ja, ich sage jetzt mal Minimum 7 Jahren besser als meine Konsolen. Aber ich bevorzuge nach wie vor cool. Das Spielen an der Konsole. Schon auf der Couch gemütlich chillen, das ist für mich dieses pure Spielen. Am PC ist es auch zocken, aber nicht das, was es eben an der Konsole hat. So hat auch mein Gaming-Kram angefangen. Ich habe früher viel Nintendo gespielt. Wartungssupport, ja. Systemreboot einleiten. Wir warten vielleicht mal kurz ab. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach. Kleine Speicherung nochmal und System-Jumble. Ein Reboot der anderen Systeme setzt die Funktion auf die Standard. Ja, läuft. Notfallaufzüge reaktivieren. So. Ein Reboot, das ist. Ja. Ja, Roboter, welcher deaktivieren, Funktion offline. Ah, super. Hallo Leute. Stehen bleiben. Strong. Oh, Strong, du bist mir sowas von reingerannt. Ist auch so ein bisschen deine Schuld jetzt. Er haut einmal drauf in diesen Down. Soll ich jetzt die Rüstung da mitnehmen? Ich fühle mich immer so globig und unbeweglich in diesen scheiß Rüstungen. Das nervt. Sind wir immer noch? Ne, wir sind nicht mehr in dieser Pyramide des Grauens, ne? Ne, sind wir nicht. Ich nehme jetzt halt das Teil mit. Scheiß drauf. So. Ja,
Jetzt kann ich dann Far Cry mal auf Hardcore spielen. Natürlich kenne ich den Unterschied. Also ich weiß, dass es auf den... Also ich bin jetzt nicht so der typische eingefahrene Konsole-Jedi, der dann sagt, auf Xbox ist besser, weil besser... Mir ist schon klar, dass auf dem PC, wenn er denn stark genug ist, dass da schon deutlich mehr geht. Ich kenne es ja auch von dem und von meinem letzten PC. Die waren natürlich richtige Biester. Und jetzt bin ich gespannt, um auf den Punkt zu kommen, wie Far Cry, so nach dieser 5-minütigen Einleitung, wie Far Cry denn so... Ich dachte kurz, es wäre komplett verstrahlt hier. Wie Far... Ah. Aha, okay. Aha, aha. Wie Far Cry denn so wirkt. Hier unten in diesem Haus habe ich jetzt die andere Rüstung stehen gelassen. Ich lasse sie doch einfach stehen, wir merken uns das. Einer von euch schreibt das bitte auf, dass in der im Bundesüberwachungszentrum hier in diesem leuchtenden Meer, dass wir da noch etwas nicht aufgesammelt haben, und zwar eine Rüstung. Da muss ich einfach nur hin, die holen und mich zurückporten. Könnten wir jetzt auch machen, aber ich habe keinen Bock auf Porterei, deswegen rennen wir einfach direkt. Da oben ist eine Kirche. Okay, dieses Ding muss wohl noch warten da, dieses Hochhaus, und bei dem Hochhaus war auch noch eine Fabrik. Okay, wie komme ich zu dieser Church? Sicherlich die Church des Satans oder des Atoms. Des Satans oder des Atoms. Hier würde auf jeden Fall eine kindliche Geschichte hinpassen, hier von den atomaren, verstrahlten Wurstkindern. Die waren jetzt ja auch in diesem einen Ding rumgelegen. Bin ich hier auch mal? Stechflügler! Fucking ridiculous, dude. This is so dickless. My name is Nicholas. Boom, bitch. Geh aus meine... Ja, Strong, da ist jemand. Könntest du mir vielleicht helfen, Strong Arena? Strong? Strong, die vergift mich. Fuck Strong. I need to fucking help, dude. Fuck, they're gonna fuck me in the ear, Strong. Please help me, Strong. Alter, wie viel habe ich denn? Wie viel hat er mir gegeben? 119? Ein kleiner verkackter Stechflügler. 100 fucking 19 Erfahrungspoints. Nee, im Level, Alter. Was laberst du überhaupt? Achtung, was bringt der jetzt? 19, ach so, ich wollte gerade sagen. So, da ist eine Kuppel, oh Gott, Leute, ist so viel Kram. Schalala, lalalala. Speichern wir mal genüsslich und gehen weiter. Ja, jetzt ist übrigens genau 23.30 Uhr. Also ich habe natürlich extra etwas vorher angefangen aufzunehmen, weil ich jetzt auch gucken möchte, wie ich Far Cry dann direkt auf dem Kanal verwurste. Ich hatte es gar nicht geplant, aber ich dachte mir, Moment... Es gefällt doch immer mehr Leuten, diese Fallout-Geschichte. Und auch in den Streams merke ich, dass es euch doch irgendwie gefällt, wenn ich auch einfach mal nur so vor mich hinspiele. Und Far Cry könnte dann sogar was sein, was ich einfach nur, also ich sag's mal ganz ordinär, Let's Play, oh mein Gott. Und sogar im Fokus bin, beziehungsweise nicht zwingend im Fokus, wachstumstechnisch, aber es ist zumindest ein Spiel, das nicht schon seit 30 Jahren 100 Mal durchgespielt wurde, sondern es wäre was Neues. Es wäre wirklich was ganz, ganz Neues. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da ein komplettes Let's Play machen will, vor allem, weil wir auch Far Cry am Start haben, und wenn ich sowas überhaupt machen würde, müsste es dann auch morgen zum 8 kommen, das heißt, sich mit Far Cry, mit Fallout abwechseln. Aber... Hello, it's your boy. Leuchtet Penis. Mach dir mal Daumen, bitte, Monsieur. Hier ist noch ein Molly. Okay, das ist kein Molly. Aber ja, ich überlege zumindest schon, wie ich jetzt diesen Anfang möglichst krass rüberbringen kann. Vielleicht mache ich so erste 15 Minuten Gameplay einfach stumm, beziehungsweise sobald es eben leise ist, mit ein bisschen Gelaber, aber hauptsächlich halt nur das Spiel. Wo sind wir denn hier? Was ist das? Einfach eine niedergekloppte Kirche. Okay, die Kuppel ist verschwunden, die auf dem Radar war. Wir sind immer nach unserer Verstrahlung gucken. Vergessene Kirche. Oha. Oha, oha, oha. Gehen wir mal runter, komm. Wow. Ich will doch nur noch wie die Tante Bruna Kunterbunter. Ist ja ein ekliges Teil hier, oder? Irgendwie komme ich da auch wieder hoch. Ich hoffe es doch. Voll viel Zeug. Das war's. Das ist einfach eine vergessene Kirche ohne eine Bambusratte, wollte ich gerade sagen. Ohne eine Todeskralle, die uns auf den Kopf springt, ohne irgendwas. Oh Gott. Oh, fick. Oh, fick. Hallo. Es ist ein Junge, dünner Penis. Hör ich das da wieder richtig? Ja, scheiß auf die Wand dann. Hallo. Okay, Todeskralle, bleib einfach da hinten. Ich verpiss mich. Bye, bye. Ich stecke. Hilfe. Hahaha. Ha, ha. Nicht entdeckt. Snitch. Wo sind wir denn? Ah, wir sind gerade hier. Achso, ja, und Phoenix dran hatte noch geschrieben, Atombomben, die auf den Boden schlagen. Komisch. Natürlich werden die Atombomben, damit sie eben ihre Zerstörungskraft noch deutlich krasser
entfachen, wurden dann irgendwann einfach nur in der Luft gezündet. Aber es wurden natürlich auch diverse Tests gemacht auf Aufschlag oder eben direkt unter Wasser. Was habe ich gerade vor? Map. Aber ja, Atombomben werden einfach nur, dass die Zerstörung krasser reinkloppt, eher in der Luft gezündet, genau. Damit sie, ja, da sind die einfach krasser und übler und kizim kebam. Ich weiß nicht, wie viele Meter über dem Boden oder Kilometer, ich habe keine Ahnung, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Aber, ja. Strong ist jetzt noch da unten versteckt. Ich hoffe, er alarmiert diese... Alarminiert. Alarmiert. Oh Gott, ach, das ist tot, sehr gut. Ich dachte, eine leuchtende Todeskralle. Alarmiert sie nicht. Das wäre nämlich echt unangenehm. Please, stronger boy, please don't do this, please. Please don't fucking play. Komm, strong, wir können da hoch. Wir können es schaffen. Wenn wir alle zusammenhalten, können wir es vielleicht schaffen. Ja. Ich fühle mich gerade wie bei Skyrim. Da bin ich auch schon den einen oder anderen Berg komplett hochgejumpt. So, der Kern geht langsam zur Neige. Da vorne haben wir irgendwas Großes. Sieht aus wie eine Radarstation oder sowas. Ich würde jetzt doch fast sagen, sobald wir die erreicht haben, sollten wir uns kurz mal nach Hause porten und diese Rüstung halt weggeben. Ja. Wir haben die ganze Zeit kein Radex eingenommen. Wir fressen die ganze Zeit ungefähr zwei. So. Oder? Ist es jetzt wirklich weniger geworden? Ich weiß es nicht. Also da vorne ist noch eine Kuppel, an die gehen wir und dann, wie eben gesagt, dann erstmal kurz zurück und alles abliefern. Ja, Strong. Wird groß. Was sei denn da drin, Strong? Kakapipi, komm mit. Was ist denn? Ein Blutkäfer, Junges. Nee. Also, scheinbar ist hier in jedem Teil mindestens eine Todeskralle. Das heißt, hier wird auch irgendwas warten. Okay, nicht. Ah, Todeskrallen, was? Matriarchin? Todeskrallen-Patriarch. Haben wir eine Ultra? Eine Ultra-Wumme, haben wir einen Fatboy oder sowas dabei? Also, da will ich mich schon gerne drum kümmern, nicht wahr? Da kann man schon mal so eine kleine Wurst runterschmeißen. Voll in den Arsch. Ach so, bevor ich es vergesse. Schankhaus Shamrock, da müssen wir dann auch demnächst wieder hin. Da ist nochmal eine Quest, die ich jetzt nicht angedingst habe. Hat die nicht gerafft, wo wir sind? Ich glaube, die hat nicht gerafft, wo wir sind. So, verfallenes. Hallo. Nein. Oh. Kommst du her? Todes Kerlchen. Ha, voll ins Feuer gerannt, Depp. Oh, Strong rennt einfach auf sie zu. Okay, ich bin dabei. Ich weiß gar nicht, ob wir für die überhaupt noch Jet brauchen. Also, die letzte haben wir echt so schnell gelegt. Das war ja nicht mehr normal, wie wir die mit Jet gepimmelt haben. Boah, die ist schon echt eklig schnell, ne? Don't fuck me, please! Ich hab Strong gehört, ich. Boah! 12? Hat die gerade nur 12 gebracht? Noch eine? Hier ist noch irgendwas. Irgendwas ist Vorsicht. Okay, Strong, wir speichern mal. Ich meine, Todeskralle ist ja immerhin doch schon was Nettes. Hoppala. Strong, dich macht die Strahlung sicherlich nicht schwach. Ich glaube, du bist überhaupt generell aus der Strahlung erstmal entstanden. Oh. Kind des Atoms war ja wohl klar. Dass hier einer rumläuft von den Wahnsinnigen. In einem alten Atomfurz. Ich würde gerne da rein. Komm ich hier rein? Nee. Muss ich da jetzt echt oben reinspringen dann? Von hier? Ich speichere mal, falls ich nicht mehr rauskommen würde. Hier ist die Strahlung übrigens sehr hoch, wie man sieht, an den Zahlen. Okay, hier ist gar nichts. Hier ist einfach nichts. Also außer Strahlung ist ja nichts. Hier drüben wurde eben was Neues angezeigt, und zwar eine Fabrik. Ist es vielleicht die Fabrik, in die ich eh wollte? Halt, nee, wir wollten uns zurückporten, denk dran. Ich finde, das ist so eklig hier, wenn man in den Rüstungen sitzt, dann ist der Pip-Boy so komisch. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht, nicht wahr? Naja. Jetzt gehen wir kurz auf das Handy. Ah, hier, guck mal da. Eine Metallrüstung bietet zusätzlichen Schutz gegen ballistischen Schaden. Ach, was laberst du überhaupt? Kann doch gar nicht sein. Oh, wir dürfen nicht vergessen, den Fusion-Kern hier rauszunehmen.
So. Was ist bei mir? Achso, ja. Mir macht die Strahlung eben doch nicht aus. Da hast du vollkommen recht. Danke. Kurz das Zeug ablegen. Dann, ich weiß, ich bin sehr, sehr gründlich. Ihr könnt es wieder streichen. Ich hole kurz die andere Rüstung, die wir hier stehen gelassen haben. Ich glaube, direkt im Eingangsbereich und stell die hier auch ab. Jawohl, die Beamung ging schnell. Sehr schön. 3, 2, 1, zack. Die steht, glaube ich, direkt im Eingangsbereich. Das heißt, ich steige ein, gehe wieder hoch, beam mich zurück. Und dann haben wir beide Rüstungen schon bei uns in der Basis stehen. Und ja, es ist einfach gut. Ah, die Spannung steigt. Ich freue mich schon so auf Far Cry. Ich freue mich schon so drauf. Voller die Waldfee. Es ist übrigens auch natürlich wieder ein dickes Danke an euch. Also ich habe das mit den Internet-Eingaben, Einnahmen, habe ich das mir leisten können, dass ihr Bescheid wisst. Das habe ich auch wieder über euch oder durch euch überhaupt erst bekommen. Vor kurzem hat noch jemand gefragt, wegen dem Spendenziel und sowas, aber das ist jetzt, ja, ist jetzt wurscht. Jetzt habe ich es ja gekauft. Das ist schon etwas länger her und da dachte ich, es dauert noch ewig, bis das Spiel kommt. Warum wusste ich nicht, dass es so bald schon da ist? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ja. Es läuft. Ich hoffe, dass es gescheit bei mir läuft. Ich weiß, diese Frage oder diese Sorge ist bescheuert. Beryl hat mich früher immer ausgelacht. Ich hatte damals meinen PC ganz neu. Der war das Beste, was man damals haben konnte. Und ich habe trotzdem immer, wenn wir neue Spiele gekauft haben, gesagt, ich hoffe, dass es läuft. Und er hat gelacht, gemeint, laber nicht, du kannst das auf Hardcore spielen. Und das ist noch nicht mal die Hälfte von der Auslastung deines PCs. Und ja, und trotzdem, wahrscheinlich einfach wegen meiner Vergangenheit, was das PC-Gaming angeht, bin ich trotzdem immer erstmal skeptisch. Weil ich dieses... Es hat sich in mich reingebrannt, diese Sache als Kind. Mal, wow, Leute, was ist mit euch los? Völkerwanderung? Ja. Ja, weil das hat mich gebrandmarkt. Immer dieses bescheuerte Gucken. Geht das, kann ich das überhaupt spielen? Darf ich das überhaupt spielen? Geht dem überhaupt? Oder wie ich das? Wo sind die Teile? Wie heißen die? Ich hab's vergessen. Achso, der Fusionskern. Gut, da sind keine. Dann sind die bei Munition bestimmt, ne? Ja, da sind sie. Halt, da war noch einer. Oder? Ja. Fusionskern haben wir. Haben wir mal vier. Gott, wie viele Kerne haben wir? Wir haben 83 volle und ganz viele angebrauchte. Angenutzte. Der Familienbenutzer, der Familienverwender. Ich glaube, ich lege den Chemikalienanzug jetzt wieder weg. Das verbessere ich jetzt hier noch. Mein Vater hat mir beigebracht, dass man mit Klebeband... Dass man mit Klebeband jemanden fesseln kann. Kann man hier schon eigentlich... Was brauchen wir dafür denn? Bitte schon für die Taschen. So, Rüstmeister. Halt, bevor ich das Falsche mache. Wirklich Rüstungsmeister. Es heißt Rüstmeister, ne? Und ich habe an der Rüstungsmeister gesagt, ich Vollhorst. Bitte halt die Gorstroller. Rüstmeister. Level auf. Aparte da Gaia, meine Mate, da Buzi Bu. Halt die Gosch-Siedlerin. So, dann machen wir hier nämlich schon mal ganz GG easy die Taschen dran. Und tauschen, also verbessern direkt das Teil hier. Und zwar mit zusätzlichen Taschen. Und natürlich noch Nano-Faser aus Stickstoff. Und dann ziehen wir uns das auch an. Das ist das neue Teil. Und benennen es auch noch um. Bumm. Das ist Arm rechts. Den anderen Arm rechts lege ich weg. So. Diesen Arm rechts lege ich weg. Das Teil ist Arm rechts, das hier. So. So haben wir das gemacht mit dem Minus, ne? Okay, und dann haben wir hier noch Bein links. Hoppala. Ich will es doch nicht kaputt machen, ne? Ah. Okay, und jetzt müssen wir nochmal etwas effektiver gepackt sein. Jawollo, Prollo. Den Anzug nehmen wir, wie gesagt, mit. Scheiß drauf. Kann man eigentlich den Chemikalienanzug noch irgendwie ver... Ah, der ist ja gar nicht aufgeführt. Alles klar. Okay. Ja? Ja. Mir kommt die Folge, ich weiß nicht warum, gerade ultramäßig, so vor, als wenn wir viel machen würden. Produktiv, sehr produktiv. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Vielleicht auch nur... Mir kommt die Zeit gerade auch ganz kurz vor. Ich gucke andauernd hoch, dass alles pünktlich passt und sowas. Ja, wow. Was? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hier gibt es also noch
einen. Aha. Komm, jetzt piepst auf einmal. Es ist kein Alarm mehr an. Das ist halt echt bitter, ne? Wenn du. Wenn du in einem Atom. Wisst ihr, was das heißt? 100 Pro wieder Todeskrallenalarm. Wenn du in einem Atombunker oder. Ich meine. In einem Atomreaktor oder bei einem Atomreaktor sitzt und dann noch eine Atombombe einschlägt. Deshalb praktisch die doppelte Atomisierung, wenn man so will. Sehr unangenehm. Habe ich jetzt irgendwas davon, dass ich hier auf den Schalter geschissen habe? Nee, ne? Naja. Wir haben jetzt hier unten einen Bunker. Ach, macht das Spaß, wieder schnell zu laufen. Dieser Rüstung, es ist einfach zum Kotzen. Ich müsste eine mit Jetpack mal bauen. Man kann in die Rüstung Jetpack integrieren oder an die Rüstung Jetpack dranwursten. Und das ist schon irgendwie cool. Wo ist denn eigentlich das andere Gebäude? Mist. Ich glaube, es war hier irgendwo. Es müsste eigentlich gleich auftauchen, wenn ich jetzt dahin laufe. Vielleicht links von mir. Wir laufen gerade sehr nah an unser Quest zu. Okay. Leute, die da beten, also 100 Pro Atomskinder, die uns freundlich gesinnt sind. Die Welt wird Atoms. Und da ist eine Quest. Hä? Okay. Atomsruhm muss überall hin verbreitet werden. Nee, muss er nicht. Dummkopf. Hör auf mit dem Scheiß in der Decke und ich schlag dich mit Atom. Mit Atomshammer. Bam. Komm, wir gehen ja mal in die Seuche rein. Wow, immer noch nur noch plus 1. Lächerlich. Ich nehme trotzdem mal hier jetzt ein Red Away, ist langsam wirklich eklig. Dann sprechen wir einfach mal. Du näherst dich Atoms geheiligtem Boden. Aus welchem Grund? Rede, oder du wirst in seinem Antlitz gespalten. Ich brauche Hilfe. Ich bin hier, weil ich eure Hilfe brauche. Suchst du Spaltung? Bist du gekommen, um mit Atom zu verschmelzen, um in seiner unendlichen Größe gespalten zu werden? Oder willst du seinen Anhängern schaden? Ich will jemanden suchen. Würde dir einem Anhänger von Atom helfen? Ich gehöre der Kirche des Nukleus an, einem Ort nahe der Stadt Fahaber. Kennst du sie? Nur wenige wissen vom Land unter Atoms Schleier. Und noch weniger behaupten, in seinem heiligen Nebel gebeten interessante Behauptung. Das wird immer übersprungen, das bin ich nicht. Bist du hier, um mit uns zu beten? Wisse, dass Atoms Zorn keine Lügen duldet. Nein, ich möchte was von Virgil. Ich suche nach jemandem namens Virgil. Virgil? Ja, wir kennen diesen Virgil. Und was willst du von ihm? Ja gut, hab ich gesagt, dass sich das was angeht? Ich glaube nicht, nur. Was, du willst einem Anhänger Atoms nicht helfen? Das behauptest du. Aber ja, ich glaube, dass wir dir helfen können. Um ehrlich zu sein, gab es um diesen Virgil bereits Diskussionen. Einige glauben, dass seine Anwesenheit ein Affront gegenüber Atom ist. Er kam zwar einige Male zu uns. Krass, das wird einfach weitergespult, das mache ich echt nicht. Aber wir haben sonst kaum Kontakt zu ihm gehabt. Es ist offensichtlich, dass er seine Ruhe möchte. Du findest ihn südwestlich des Kraters in einer Höhle. Du solltest dich vorsichtig nähern. Ich glaube nicht, dass er über Besucher sonderlich erfreut sein wird. Okay. Was bleibt weg von Leichen? Kann ich euch jetzt vielleicht irgendwas klauen hier drin? Habt ihr irgendwas zum Klauen? Ich muss jetzt echt, ich kann euch jetzt nicht etwas so nehmen. Das muss ich euch wirklich klauen. Wie unangenehm. So bin ich natürlich nicht eingestellt. Ich klaue nur ganz, ganz, ganz selten. Auch dann nur, wenn ich schon befreundet bin mit den Leuten und das nicht mehr wirklich klauen ist. Na klar. Kann man sowas schon gerne mal machen. Aber so. Da hinten ist noch eine Fabrik. A Fabric. Right there, the Teddy Bear. Ist die Quest jetzt schon aktiv? Ah, da unten. Da hinten unten. Wir gehen noch zu dieser Fabrik und da unten ist ja auch schon die Höhle, wir bekommen sie angezeigt. Und bevor wir zu ihm gehen, würde ich aber doch ganz gerne noch kurz hinter uns, wir können uns da direkt wieder an dieses Zentrum da porten, da müssten noch mindestens ein Wegpunkt, aber eher zwei Wegpunkte sein, die wir noch nicht... Oh Gott, Strong, trampelt doch nicht so. Die wir noch nicht undersearched haben. Verfallene Fabrik. Was habt ihr hergestellt, frage ich mich. Rodovu? Technisches Dokument, alles klar. Wobei das ja auch fast... Boah, krass. Wobei das ja auch fast kein Geld bringt, haben wir ja gemerkt, ne? Diese Blutproben, die waren da schon ein bisschen krasser. Haben wir Redex gerade aktiviert? Okay.
Hier läuft irgendwo Musik. Wahnsinn, dass es... Achso, das ist ja mit unserem Pip-Boy, sorry. Ich wollte gerade sagen, Wahnsinn, dass es so lange gehalten hat. Ja. Strong, warte mal. Lass uns mal... Strong, lass uns mal hier hingehen. Und dann runter Richtung Süden laufen. Dann müssten wir mindestens noch zwei Sachen... noch eine Sache finden. Aber eher zwei. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die Fabrik, die uns angezeigt wurde... Ja, genau. Da drüben ist nämlich... Da drüben ist dieser Tower, oder was es mal gewesen ist. Und da war, glaube ich, noch eine Fabrik. Und ihr wisst ja, wenn, dann wollen wir alles erkunden. Ja, da ist die Fabrik eben aufgeploppt. Wenn, dann wollen wir alles haben. Wenn wir schon mal hier sind. Das sieht interessant aus. Leuchtet ganz merkwürdig. Wir speichern gleich, wenn wir auf diesem nächsten Stein sind. Und 2, 3, 2, 1, Speicherung. Da oben ist auf jeden Fall ein Fusion Core, den wir uns klauen können. Ich sehe keine Feinde. Oder es werden keine detected. Vom Fats. Oh shit. Totus Krell im Unmage. Hallo, hallo Pirscher. Strong, you need to fuck them, please. Fuck them hard, dude. Fuck them hard. Was ist, wenn ich die verkackte Todeskralle jetzt einfach anballere? Ist die weg? Wow. Naja, okay, wenn die Todeskralle weg ist. Wisst ihr, ich dachte mir, ich kann sie dann hierher locken und dann einfach wieder, die wird da vorne drin stacken, beziehungsweise hier irgendwo anfangen zu stacken. Dann hätten wir sie gemütlich festen können. Aber man muss ja nicht alles haben. Man muss ja nicht immer alles umbringen, lieber. Aufzug geht nicht. Wow! Ah. Huh. Auf einmal ist das Ding jetzt zu. Strongy, guck mal, was ich hier gefunden habe. Ich habe Abkürzung gefunden. Oh, strong. Look at Deirdre. Guck dir diese Deirdre an, Deirdre. Okay, hier ist nichts. Da ist auch nichts. Da kann man nicht lang. Dann gehen wir noch eins weiter runter. Sorry, dass ich jetzt nochmal speichere. Aber was soll's? Boom. Oh, das fährt. Das Ding fährt noch? Ihr wisst, wie die Devise lautet. Bein abschießen. Come on, Bein abschießen. Du musst dein Bein verlieren. Bein abschießen. Aha. Ich bin ein ganz schön guter Schütze. Ja, das ist so eklig. Seht ihr das gerade, dass wir sogar fast am Verrecken sind irgendwie? Alles klar. Okay, okay, okay. Stopp, stopp, stopp. Dich muss ich jetzt einfach mal in einem abziehen, du Wurst. So, bye bye. No, no, no. Oh, ja, die Strahlenkanone. Super Idee. Ah. Gott, da unten sind noch viel mehr. Seht ihr das? Reduziert ihn durch Kundenverlustschaden um 15. Lächerlich. Machen wir direkt weg. Sind unter uns vielleicht noch andere Ghule oder sowas? Hier sind so viele angezeigt. Kommt man überhaupt noch eins runter? Ja, durch die Tür hundertprozentig. Nee, 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 nee. Das verlassen wir mal ganz kurz. Gehen hoch und holen uns das, was wir haben wollen, nämlich den Fusion Core. Gucken wir uns noch ganz kurz um. Ist hier vielleicht doch die Todeskralle jetzt noch anzulocken? Das wäre vielleicht noch recht lässig. Für die anderen, also. Für die anderen Ghule da unten. Ich weiß nicht, wie nah die hier rankommt. Wow, hat die gefressen. Go strong. Mach dem Tod strong. Ich schieße einfach so aus. Okay. Aber irgendwie ist es nicht ganz das Wahre. Will dich umbringen? Nee, 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 nee. Ich pack die weg, ich pack die weg. Du kommst doch jetzt aber nicht hier rein. Oder doch? Es würde mich jetzt etwas verwundern, wenn die hier drin wäre, aber ich denke, sie steht vor der Tür, ja.
Seht ihr, dass ich ganz langsam runterbacke von dem, Ding? Mich jetzt ganz langsam runtergeschoben. Wo ist er denn jetzt hin? Wartet, wartet. Hallo, ah, da. Kann ich hier durchschießen? Leider nicht. Okay, totes Grellchen. Wir haben die 30 Minuten erreicht. Ich kann jetzt nicht mehr lange rumpimmeln. Ich muss jetzt gleich ran, der Speck ist da. Bumm. Er legt den Schuss halt nicht auf, ne, wenn wir in dem Modus sind. Das ist ein bisschen retarded. Er könnte da eigentlich viel mehr mitmachen. Aber er ist nicht richtig am Schisseln. Ich mach das Ding noch auf. Und dann ist erstmal gut. Da werde ich mich gleich Far Cry widmen. Das ist nämlich in 7 Minuten freigeschaltet. Und dann werdet ihr da... Also das ist für euch jetzt interessant, weil es in der Vergangenheit liegt. Aber dann gibt es für euch gleich ein bisschen Content. Ich schalte einfach mal die ersten 15 Minuten so hoch. So, ich speichere hier mal. Die Tür machen wir dann auf. Da erwarten uns einige Zombies, also Ghule. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.